Hallo, ich bin Sora. Und ich bin Eva und ich habe hier was richtig, richtig Geiles, nämlich eine Flasche, ganz normale Plastikflasche, aber mit einem Korken drauf. Ah. Und ich zeige euch jetzt, wie man den Korken rauskriegen kann, ohne die Flasche überhaupt zu berühren. Und dafür habe ich ein Experiment vorbereitet, nämlich hier eine Flasche. Da mache ich jetzt den Korken drauf. Und hier habe ich einen Schlauch angeschlossen, der ist mit Wasser befüllt. Und den ziehe ich dann hoch und dadurch wird dann der Korken rausfliegen, ohne dass ich die Flasche berühre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, doch. Wow, cool! Ja, und weißt du, was das Beste ist? Ich ändere jetzt das Experiment. Gib mir mal die Flasche da. So, wie du siehst, ist das jetzt hier eine volle Flasche Wasser mit viel mehr Wasser, als vorher in diesem Schlauch war. Und wenn ich die jetzt daran binde und mit dem Schlauch verknüpfe, denkst du, ich muss die dann genauso hochziehen und das klappt trotzdem oder nicht so hoch? Nein, natürlich nicht. Viel niedriger, ist ja viel mehr Gewicht drauf. Okay, dann werden wir das jetzt mal ausprobieren. Oh. Man muss die Flasche ja wirklich genauso hochziehen wie den Schlauch. Warum ist das denn so? Das hängt alles mit der Physik zusammen. Du könntest da auch wirklich eine Badewanne hochziehen voll Wasser und das kommt aufs Gleiche raus, weil es einfach nur auf die Höhe ankommt. Und zwar, wie hoch halt diese Wassersäule hängt und nicht auf die Masse des Wassers, die du da hochziehst. Dieses Prinzip nennt man in der Physik das hydrostatische Paradoxon. Und das und noch viel mehr könnt ihr am 13. Juni 2015 bei der Langen Nacht der Wissenschaft beobachten. Und falls ihr noch irgendwelche Anmerkungen oder Wünsche habt, schreibt sie in die Kommis. Tschüss!